Moin Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Strahlend Diamant. Ja, direkt unmittelbar nach dem Rennen. Ja. Ey, was war das bitte? Monsterrunde von Max. Max auf 2. Fernando auf 3, Alter. Erstmal in Ungarn 2014, ey. Was war das bitte, ey? Genial. Absolut genial. Ey, oh Mann, ey. Vor allem echt krass, auch vor allem, was Alonso auf meine Speed drauf hat im Alpin. Das ist halt auch irgendwie krass. Der hat auch so die Pace drauf. Ich bin echt gespannt, wie die letzten zwei Rennen werden. Jetzt kommen nur noch Jeddah und Abu Dhabi. Ich hoffe, Max macht es. 8 Punkte Vorsprung. Ja, Verstappen muss definitiv noch irgendwie einen Sieg holen. Definitiv. Ah, Karamba. Ja, aber ich glaube, ich glaube, es wird eher so eine Mercedes-Strecke werden, vor allem wenn sie halt den Motor aus Brasilien wieder dabei haben, der halt frisch ist. Das wird schwer, das wird verdammt schwer. Aber hoffe mal, dass Fernando, das Max das Ding holt. Obwohl, auch krass, wir hatten 12 verschiedene Paare bislang auf dem Podium. Das ist gefühlt mehr als in... Das ist gefühlt mehr als 19 mehreren Jahren zusammen. Das ist ein Doppelkampf. Haben wir noch einen Paraheiler eigentlich? Paraheiler. Ja, da haben wir einen Paraheiler. Und ich würde sagen, dann gehen wir mal. Achso. So, let's go. Oh Leute, gleich zweimal mit Ruhe, lol. Alter, ist ja geil. So, okay, dann würde ich sagen, nee, ich tackle, sondern Aeroas auf Skunkapu. Und du gehst mit einem Biss auf Charmian. Uff, nein. Ah. Batz. Nice. Skookapoo eliminiert. Charmian auch eliminiert, geil.
Ah, ich glaube, was ruht? Ja, Ruhrort. Ich denke gerade auch nochmal hier. Hä? Lol. Das wäre trotzdem was mit Focus Center. Das ist ein Pokémanic, glaube ich. Oder? Ah, Ruinmanic. Oh, ein Bronze. Bronze oder Bronzong? Ne, Bronze. Ich glaube, gegen den haben wir nicht viel zu. Wir können gegen den jetzt machen. Okay, Luxio, du bist dran. Easy. Achso, stimmt, Elektroattacken, stimmt, Wasserattacken sind verstärkt. Ich verstehe aber, irgendwie, ich finde es irgendwie ein bisschen komisch, dass halt Elektroattacken bei Regen nicht verstärkt sind. Schilderus. Das ist Stahlboden. Oder Stahl. Ah, ne, da müssen wir einfach weg sein. Ich meine, Stahlboden. Oder ist das nur ein Stahl oder nur ein Gestein? Ne, ich glaube, nur ein Stahl. Ah, die Stahlboden. Pass unbedingt. Lebrin Level 28. Hurenschlag, ja, okay, ich glaube, das ist aber drin, oder? Nee. Das wird zu risky, dann nehme ich es nicht. Oh, der neue Manic besiegt. Moment, Fight. Oh, TM 66. Ja, wir kriegen über TMs auf jeden Fall. Let's go. Der hat Kampf-Pokémon.
Ja, ein Klimunkelkampf gibt's sogar. So, den haben wir besiegt, dann geht's zum nächsten Schwarzgurt. Wird auch wieder easy, glaube ich. Ah, drei Pokémon sogar. Ah, Meditier. Schwarz eliminiert. Aber wir sind wieder so overlevelt. Das ist der Witz. Schwarz. Und nochmal meditieren. Alter. Oh, geil, endlich. Ist da ein Item noch? Nee, schade. Oh, ein Kleinstein, nee, kein Bock. Ah, ganz billig auf der. So, let's go. Nächster Kampf. Ich will in dieser oder nächsten Folge zumindest den dritten Orden machen. So.
Ja, bleiben. So, let's go. Da hinten kommen gleich die Trainer, die ich meinte. Da unten gleich. Ich habe aber kein Item mehr. Was ist hier? Prise. Was ist hier Preise, eher gesagt. Ich glaube, wir kämpfen gleich mit Staravia bzw. Luxio gegen die beiden. Als ob! Bonita, wow. Weil Papyrus ist der Feuerkampf. Und damit ein Vorteil. Oh, ich gönn mal. Hier komm. Aeroas. Das passt schon. Ah, doch nicht. Einer, die machen könnte, ist. Ich könnte fangen. Und dann direkt zur Box packen erstmal. Luxio Level 28. Na rot, hinter dem blauen Feuerwerk, geil. So. Irgendwann haben wir 10 Pokémon gefangen. Wow. Hä, als ob. Ja, da ist der, da ist, das sind die Trainer, die ich meinte. Diese übel krank fand. Ey, Karamba. Das kann lustig werden, auf jeden Fall. Das wird lustig. Hat er den Garados, hat er den Garados gehabt? Ja, zwei Pumpe hat den Garados gehabt. Aber ich meine, es war der erste, hä? Oh, täuscht mich da so sehr. Ich probiere mit Biss gegen Paul zu gehen. Batz, eliminiert. Ja, da ist das Garados. Also, die ist gar nicht gehabt. Ich würde sagen, Tackle auf Charmia. Beziehungsweise, Funkensprung auf Garados.
So, wir brauchen irgendwie Pokémon mit Erdbeben. Ich weiß gar nicht, welche Pokémon mit Erdbeben man lernen könnte, Generation so. Ah, ein Kadabra. Okay, komm, Tackle, beziehungsweise Luxio, du setzt Biss ein. Und dann vorbei. Oh, er ist Zielstrahl. Batz und eliminiert. Ja, Flipprin auf Level 29. Da starten wir aber Level 30 schon. Yo. Als Beeinflusser hat das Ganze mit dem EP-Teiler. Das Team ist immerhin gleich gelevelt. Nein. Endlich! Auf Level 29 oder 3. Auf Level 29 entwickelt es sich. Das wird Sonne. Endlich! Alter, ich hätte das jetzt auch Level 30 auch immer noch haben. Hey, wir haben das jetzt wie viel Level trainiert? Oh ja, Giftdach. Giftdach ist gut. Giftdach ist immer gut. So, können wir für, ja, hier, komm, können wir für, nichts was nehmen. Nice! Schleide! Das Team Galactic. Dun, 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 dun. Da war das Casino früher mal. Oder die Spielhalle. Was gibt es schon? Wir müssen kaufen. Alter. Ach, willst du hier? Dann werde ich auch mal hier auf Platin wechseln, tatsächlich. Ja, da. So, sind wir im Platin-Look unterwegs. Ich fände es cool, wenn es heute noch ein bisschen mehr customieren könnte. Hier ist Lager? Nein. Ach, endlich! Hallo und Leuchtstein! Schön, wir können mal kurz gucken, was es im Einkaufszentrum so gibt. Da mache ich die Arena, wie ich euch der nächste Pointer gebe. Shoppen! Wir brauchen einen Feuerattack auf jeden Fall. Wir brauchen sogar noch den gesamten Dings. Tom of the TMs. Okay, Ebene 2 müssen werden. Ja, schön, es war. Fußtritt. Dampfwalze, Kehrtwende, Trugschlag. Trugschlag ist gut.
Bodyguard. Reflektor. Reisen die günstig. Ausdauer, Kraft für Blitz. Blitz ist halt irgendwie doof, dass das halt nicht als TM, als VM gewertet wird. Feuersturm. Feuersturm wäre geil. Ah, Feuersturm kann keiner von uns. Donner wäre halt geil. Flammenwurf. Flammenwurf wäre gut. Flammenwurf kann aber echt keiner lernen, glaube ich. Leider. Oder? Nicht durch Entwicklung, oh Mann, ey. Durch TM. So. Haben wir nicht, 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 haben wir nicht. Relaxo? Mew kannst du lernen. Wir haben auch gedacht, kein Problem, dass Flammenwurf verlernen kann. Okay. Eisstrahl wäre gut für Flug-Pokémon, aber. Warte mal, aber da haben wir eigentlich schon was. Da können wir aber hier einmal Donnerblitz kaufen. Eisstrahl können wir uns auch nochmal. Solarstrahl, Psychokinese. Psychokinese auch immer gut. Zauberschein, Roll, Gigastoß, Superstrahl. Ah, schade. Wir haben dann echt niemanden, den wir Flammenwurf beibringen können. Was hätte nämlich Flammenwurf? Können wir auch nochmal kaufen. Trugschlag brauchen wir aber später für einen Hunter. Wenn Hand-Pokémon haben, wo wir die ganzen Pokémon handeln können. Trugschlag sollte man eigentlich immer haben, wenn man mit so einem Shiny Hunting geht. Weil wir kaufen uns dann vorher nochmal eine zweite. Aha, wo waren aber Zusatzwagen? Wo gab es aber sowas wie Proteine? Alles für den Kampfkraft-Fan. Solide Socke. Also eine Ebene weiter unten, glaube ich. Ach, das sind die Dinger, die brauchen wir echt null. Ah, die kostet weiter 9.800. Schade. Aber wir, das hier ist leider. Haben wir eigentlich ein Pokécenter? Ach, man kann das Feature abschalten. Oh. Interesting. Dann lassen wir mal jetzt mal ohne rum. Wir sind ab zur Arena. Schon mal. Ah. Oh. Alter, sieht die Arena mal geil aus. Ich würde damit sagen, aber danke fürs Zusehen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, benötigt oder Bewertung, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Aber passt nichts mehr, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.